herzlich willkommen zurück zu Let's Play Danganronpa Trigger Happy Havoc. Und es geht weiter. Alter Ego ist letzte Folge verschwunden und wir wollen den jetzt suchen gehen. Überraschenderweise ging ich motiviert aus meinem Zimmer in die Cafeteria. Und dort fand ich... keinen. Ne, Spaß. Sakura, Kyoko und Aoi. Sind das alle? Was ist mit den anderen passiert? Kommen sie nicht? Also waren heute nur drei Leute in der Cafeteria. Sakura, Hina und Kyoko. Mit mir sind wir also nur vier Leute? Gott, deswegen hasse ich Menschen, die sich immer so viel Zeit lassen. However. Lasst uns noch ein wenig auf die anderen warten. Wir haben also beschlossen zu warten. Aber... Es ist 8 Uhr. Wir warten schon eine ganze Stunde. Warum wollten sie nicht kommen? Hiro und Celestia haben noch nie einen Tag gefehlt bis jetzt. Und ich mache mir besonders über Hifumi und Daka Sorgen. Sie waren so entschlossen, Alter Ego zu finden. Aber sie kommen nicht. It can't be. Etwas ist geschehen. Hä? It would seem... Ich habe nicht aufgepasst. Alter Ego hat mich abgelenkt. Da Monokuma uns ein Motiv bereitstellte, war es offensichtlich, dass etwas bald geschieht. Monokumas Motiv. War das Geld, ne? Ja. $10 million! I've prepared this graduation present for whichever lucky student makes it out of here alive! What do you think? It's $10 million! $10 million smackaroos! It's like totally wowy, wow, wow, am I right? Sag mir nicht, dass jemand etwas für Geld getan hat. Das wollte ich glauben. Aber es war mir egal. Schließlich dachte ich mir es schon die ganze Zeit. Man kann niemals eine andere Person völlig verstehen. Alles kann hier passieren. Hey. Wir müssen diejenigen suchen, die nicht aufgetaucht sind. Okay, dann lasst uns sie finden. Ohne ein weiteres Wort verließen wir die Cafeteria. Hey. Wir können besser ermitteln, wenn wir uns aufteilen. Sakura, durchsuche die Schlafzimmer. Sei bitte sehr gründlich, klopfe an jeder Tür. Makoto, du durchsuchst das Erdgeschoss. Währenddessen ermittle ich den ersten Stock. Okay. Also, ist der zweite Stock dann meiner? Anyway. Geht keine Risiken ein. Wenn irgendwas passiert, ruft nach Hilfe. Wir kommen dann. But... Ich hoffe echt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ditto. Well then. Okay, dann los. Die Angst war auf unseren Gesichtern geschrieben, als wir unsere Wege trennten. Es war furchtbar. Trotzdem bin ich sofort weiter ins Erdgeschoss gegangen. Okay. Ich muss mich hier nur einfach umsehen. Okay, hier ist nix. Das ist das Pult, an dem ich aufgewacht bin, oder? Die komische Broschüre ist hier immer noch. Ich will sie mir nie wieder angucken. Okay. Jemand! Hilfe! Okay. Was? Das war Hina. Sie ist gerade im zweiten Stock. Bevor ich denken konnte, sprintete ich die Treppen der Akademie hoch.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich den zweiten Stock der Akademie. Sofort sah ich sie, wie sie im Flur stand. Please! Makoto! Hina, was ist los? Es ist schlimm. Die Tür des Erholungsraumes war offen. Und als ich hineinsah, sah ich... Was hat sie gesehen? Ich hole besser die anderen, okay? Ich muss sie holen. Guck es dir selber an, Makoto. Hina rannte weg, ohne auf eine Antwort wartend. Der Erholungsraum. Was hat sie da gesehen? Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, etwas ohne einen Gedanken zu tun. Mein Körper bewegt sich einfach. Das Erste, was ich sah, als ich den Erholungsraum betrat, war... Celestia, und sie war verletzt. Makoto! Celestia, was ist passiert? Ich war dumm. Ich wurde attackiert. Attackiert? Von wem? Ich bin mir nicht sicher. Von einem komischen Mann. Komischen Mann? Eine verdächtige Person. So abnormal, dass ich sie nur seltsam nennen kann. Ohne Zweifel war es ein komisches Individuum. Und jener Mann attackierte mich mit dem Hammer auf dem Boden da. Der Gerechtigkeitshammer, aber welche Nummer? Was ist das? Ah, der Gerechtigkeitshammer Nummer 1. Es ist eine Art Holzhammer oder so. Das ist ein ziemlich komisches Ding. Design. Auf diesem Kopf wurde etwas geschrieben. Gerechtigkeitshammer Nummer 1. Das ist der Hammer, mit dem ich attackiert wurde. Nur knapp verfehlte der Schlag mich, als ich ihm auswich. Danach fiel ich stark. Hätte ich täglich mehr trainiert, wäre das nicht passiert. Sie wurde also mit das hier attackiert. Gerechtigkeitshammer Nummer 1. Makoto! Celestia! Okay. Ich habe Sakura gerufen. Celestia, was auf Erden ist passiert? Anscheinend wurde sie von einem komischen Mann angegriffen. Ein komischer Mann. Erzähl uns alles, an das du dich erinnern kannst, Celestia. Sei so detailreich wie möglich, okay? Nun ja, es passierte diesen Morgen. Ich wachte kurz vor 7 Uhr heute Morgen auf. Die Nachtzeit war noch nicht vorbei. Aber ich wusste, dass es bald zu Ende war, weswegen ich einen kleinen Spaziergang im Erdgeschoss machen wollte. Jetzt verstehe ich, das war ein Fehler. Jedenfalls sah ich diesen seltsamen Mann und war in seiner Anwesenheit sehr vorsichtig. Natürlich war er verdächtig, also verfolgte ich ihn heimlich. Später sah ich, wie er den Erholungsraum betrat. Ich versuchte, durch den Türschlitz zu gucken, aber er entdeckte mich und... Dann wurdest du attackiert? Es geschah kurz nach 7. Kurz nach 7? Das war ungefähr vor einer Stunde, als wir uns in der Cafeteria versammelten. Bei der Attacke fiel ich in Ohnmacht. Dies würde bedeuten, dass ich für etwa eine Stunde ohnmächtig gewesen bin. Zumindest bist du nicht sehr stark verletzt. Bist du nicht zu sehr verletzt. Nur weil ich für mein Leben gebettelt habe. Das hast du? As for me. Alles klar. Okay, die ist jetzt nicht verletzt. Ich sagte ihm, dass wenn er mein Leben schone, ich ihm die Füße küssen würde, dass ich alles täte,
Also hattest du sogar deinen Stolz geopfert. Indeed. Es war eine nötige Fähigkeit für mein Überleben. Jedenfalls ist es nun wichtig, dass wir dieses verdächtige Individuum schleunigst ausfindig machen. Wenn wir ihn nicht bald finden, könnte das ein ernsthaftes Problem darstellen. Celestia, was meinst du mit einem ernsthaften Problem? Als ich in den Erholungsraum blickte, merkte ich, dass der seltsame Mann nicht alleine war. Jemand war da. Hifumi war im Erholungsraum. Hifumi? Nachdem er mich attackierte, schleppte er Hifumi weg. Also wurde Hifumi gekidnappt? Sollten wir nicht also nach ihm suchen? Hör mal, Celestia, wie sieht dieser komische Mann eigentlich aus? Es ist schwer, ihn zu beschreiben, weswegen ich ihn euch zeigen werde. Zeigen? Indeed. Mit Hilfe der Digitalkamera. Nein. Actually. Konnte ich das seltsame Individuum fotografieren, während es nicht realisierte. Ernsthaft? Dann lasst uns sehen. Seid bitte nicht schockiert, wenn ihr ihn seht. Mit diesem komischen Kommentar guckten wir schließlich alle ein bestimmtes Foto an. Was? Was? Nun ja, sie hatte definitiv das Objektiv seltsam gut zugeordnet. Sein Gesicht ist komplett verdeckt. Ist das ein Roboterkostüm? Wie ich bereits sagte, war es ein seltsames und verdächtiges Individuum, nicht? Also ist dieser komische Roboter derjenige, der Hifumi wegschleppte? Und ich fotografierte ihn sofort, nachdem ich attackiert auf dem Boden lag. Ich dachte, die wäre ohnmächtig gewesen. Anders gesagt, vor einer Stunde. Weswegen es ein ernsthaftes Problem darstellen könnte, wenn wir uns nicht beeilen würden. Ich glaube, ich verstehe, was geschah. Natürlich gibt es vieles, was ich noch nicht verstehe, aber... Jemand, der sich so verkleidete, schleppte Hifumi weg. Und das passierte vor über einer Stunde. Just a second. Das ist schlecht. Wir müssen uns beeilen. Celestia, weißt du, wohin der seltsame Mann verschwand? Let's see. Als er den Erholungsraum verließ, bog er links ab. I see. Wenn das wahr ist, wollte er zum ersten Stock. Dann muss er unter uns sein, richtig? Der erste Stock, das sollte momentan Kyoko sein. Hä? Apropos, warum ist sie nicht hier? Sorry, ich hatte keine Zeit, sie zu suchen. This is bad. Das ist schlecht. Wenn der komische Mann auf dem ersten Stock ist, könnte Kyoko in Gefahr schwimmen. Dann müssen wir uns beeilen, bevor Kyoko etwas zustoßen kann. Sobald die Worte meinen Mund verließen, sprinteten wir in Windeseile zum ersten Stock. Hey, ihr zwei. What? Also, das war Yakuya. Was ist los? Warum der Lärm? Echt so? Genießt ihr eure nächsten Orgien? What are you saying? Sehe ich so aus? Wart mal, habt ihr zufällig Kyoko oder Hifumi gesehen? You gotta be kidding. No, garantiert nicht. Sind sie auf diesem Stockwerk? Wir selber sind gerade erst eingetroffen. Da ich solch einen seltsamen Aufruhr hörte, dachte ich, dass ich mal nachsehen könnte. Und ich habe währenddessen seine Hand gehalten. Stop talking. Nein, hast du nicht. Könnt ihr uns jedenfalls helfen, sie zu finden? What? Warum? Was ist geschehen? Für eine Erklärung haben wir momentan nur bedingt Zeit. Das geht erst später. Tja, in Ordnung. Das ist sowieso momentan interessant, finde ich. Okay.
Ifume, Kyoko, wenn ihr uns hört, sagt etwas. Ihre Stimme hallte vergebens in der großen blauen Halle wieder. Habe ich mir das eingebildet? Oder habe... Oh. Habt ihr auch etwas gehört? Hm. Vielleicht? Perhaps. Ich glaube, das Geräusch kam aus der Bücherei. Okay. Die Bücherei, claro. Wir rannten so schnell wie möglich runter. Wir öffneten die Türen der Bücherei und sahen... Es tut weh, tut weh. Hifumi, schwer verletzt? Geht es dir gut? Zumindest bist du noch am Leben. Nicht mehr lange. Guckt euch das ganze Blut an. What? Wie kamen die Wunden zustande? Dieser Typ hat mich geschlagen. Welcher Typ? Robot Justice. Der Gerechtigkeitsroboter. So habe ich ihn genannt, erstmal. What did you say? Was sagst du da? Dieser Typ war Robot Justice. Indeed. Dieser Robot Justice ist nicht zufällig er, oder? What the hell am I looking at? Was zur Hölle sehe ich mir an? Das ist der Typ, der Celestia und Hifumi attackierte. Oder, Hifumi? Ja, das war er. Ich bin mir sicher. Robot Justice! It can't be. Robot Justice? Damn. Alles wird nur noch verrückter. Ein Hammer. So einer wurde auch benutzt, um Celestia im Erholungsraum anzugreifen. Gerechtigkeitshammer Nummer 2. Seine Nummerierung ist anders. Und er ist auch größer als der andere. Als er mich mit dem Teilakt attackierte, fiel ich um und schlug mir den Kopf. Wow. Wow, ich bin überrascht, dass es dir noch gut geht. Mir geht es nicht. Mir geht es nicht gut. Schau dir das ganze Blut an. Hey. Protein hilft bei Wunden. Soll ich dir welches geben? So etwas habe ich noch nie gehört. Sicher, dass es nicht nur dich betrifft? Buhuhuhu. Er ist es! Buhuhu. Ein Roboter der Gerechtigkeit, was? Jetzt wird es wohl richtig interessant. Buhuhuhu. Was ist sein Spezialmove, Special Move? Kann er fliegen? Kann er sich transformieren? So viele Fragen. Joho. Buhuhu. Ich stehe voll auf das Buhuhu. Warum war er hier? Are you okay with this? Wir sollten Monokuma keine Beachtung schenken. Zuerst müssen wir Hifumi zum Krankenzimmer bringen. Er braucht medizinische Aufmerksamkeit. Ja! Yeah. Du hast recht. Lasst uns gehen. Danke. Wir brachten Hifumi ins Krankenzimmer des Erdgeschosses, sodass wir seine Wunden heilen konnten. Wie fühlst du dich jetzt, Hifumi? Mir geht es gut. Es hat aufgehört zu bluten. Trotzdem ist mir noch ein wenig schwindlig. So then. Vielleicht solltest du dich hier noch entspannen. I suppose. Ja, gute Idee. Well. Der Rest sollte vielleicht den mysteriösen Angreifer ausfindig machen. Oder nicht? Yes, indeed. Wohl wahr.
bevor es wieder blutig wird. Zudem scheinen die Gerechtigkeitshammer immer größer zu werden. Erst war es Hammer 1, nun 2. So in other words, wenn es einen Gerechtigkeitshammer 3 gäbe, könnten wir denken, dass er noch größer sein würde. Aber bei einem Treffer eines noch größeren Hammers wäre man sicherlich tot, oder? Sag uns, was passiert ist, Hifumi. Nun ja, heute Morgen bin ich früher als sonst aufgewacht und wollte sofort nach Alter Ego suchen, ohne zu frühstücken. Deswegen ging ich sofort zum zweiten Stock und dort griff mich der mysteriöse Mann an. Das habe ich wohl dann um 7 Uhr heute Morgen bezeugt. Danach schleppte er mich, warum auch immer, in die Bücherei und schlug mich mit dem Hammer. Das muss 30 oder 40 Minuten her sein. Um ungefähr 7.30 Uhr also waren wir immer noch in der Cafeteria. Was bedeutet, dass Hina, Sakura, Kyoko und ich während des Angriffs zusammen waren? Wir haben starke Alibis. Ich war im Wäscheraum, Wäsche waschend. Yes! Seine schwarze Unterwäsche ist schwärzer als der schwärzeste schwarze Nachthimmel. Alles klar. Woher war ich? Ah, die Stalkerin. Michael Myers ist on Dings hier. On point. Woher weißt du das? Ist es nicht offensichtlich? Ich darf doch gucken. Jedenfalls waren Byakuya und Doko wohl zusammen. Also haben auch sie starke Alibis. Also sind die einzigen, die kein Alibi haben, als Celestia und Hifumi attackiert wurden. Diejenigen, die wir noch nicht gesehen haben. Hiro und Daka. Das war es, oder? Very strange. Was ist mit Kyoko geschehen? Ich habe sie noch nicht gesehen. Oh ja, sie sollte eigentlich auf dem ersten Stock sein, aber ich habe sie dort nicht gesehen, glaube ich. Wo ist sie? Sie ist verschwunden. Was für eine seltsame Frau. So that's it. Wer weiß, vielleicht ist sie diejenige. Halt mal! Kyoko war mit uns in der Cafeteria, als Celestia und Hifumi angegriffen wurden, also. Das meine ich nicht. Hä? In other words. Erinnerst du dich an letzte Nacht? Wir diskutierten, wer der Spion des Drahtziehers sein könnte. Deutest du an, dass Kyoko der Spion sein könnte? Das ist nicht möglich. What? Denkst du das wirklich? Die Frau, die ohne Zögern Leichen inspiziert, hat uns ihre wahre Identität verborgen. Hey! Eine Diskussion kann warten. Erstmal ist es wichtig, das Individuum zu finden. Okay. Ja, wenn wir uns nicht beeilen, könnten Opfer vielleicht langsam verbluten. Es könnte sein, dass wir deswegen Kyoko, Daka oder Hiro noch nicht gesehen haben. Sie hat recht. Wir müssen erstmal die Sicherheit aller bestätigen und ihn finden. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich ruhe mich hier noch ein wenig aus, bevor ich mithelfe. Verstanden. Well then. Okay, los. Also, warum trägt dieser Typ so ein komisches Kostüm? Warum suchst du nach einem Grund? Es ist offensichtlich, er ist ein Psychopath. What to do? What er ist Yandere! Nicht Spaß. Was werden wir also tun? Uns aufteilen und suchen? Unsere Gegner ist ziemlich gefährlich.
Wir wissen nicht, zu was er alles in der Lage ist. Selbst hier ist es nichts. What? Was ist? Ich sah einen Schatten bei den Treppen. Ernsthaft? Die Treppen, die zum ersten Stock führen. Du Bastard, dieses Mal entkommst du mir nicht. Wir alle rannten zu den Treppen. Sorry für das laute Geräusch, ich habe gerade eine Fliege erschlagen. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich bin's echt nicht gewohnt, so viel zu reden. Er muss hier irgendwo sein. Warum teilen wir uns nicht auf und drängen ihn in die Ecke? Aber geht keine Risiken ein. Sobald ihr ihn findet, sagt mir Bescheid und ich werde euch beschützen. Oh. Okay, aber sollen wir schreien? Just a second. Das ist egal. Man muss es einfach nur hören. So then. Dann ist Ha in Ordnung. What are you saying? Ha oder doch ja. Das ist egal. Such dir was aus und schrei so laut, dass man dich hört. Tioha! Toja, so eine Reaktion habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Okay, was auch immer. Lasst uns jetzt einfach die Schule ermitteln, okay? Hey, Mr. Roboter! Wo versteckst du dich? Vielleicht gibt es heute ein Metall zum Abendessen. Wir teilten uns auf und schauten in jede Ecke vorsichtig. Boah, ich muss sagen, mir fällt es aktuell echt schwer, Genocide Jack zu sprechen, weil ich die voll schnell und irgendwie die ganze Zeit gut gelaunt vorlesen will. Aber ich halt so ein langsamer Leser bin. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet, wenn ich Genocide Jack so vorlese. Die Mädchentoilette. Obwohl es ein Notfall ist, kann ich sie nicht betreten. Du Feigling. Hier werden die Toiletten, Säuberungsutensilien aufbewahrt. Ich sehe nichts Nützliches. Okay. Der Schrei. Es muss Celestia gewesen sein. Es kam von oben. Sie ist auf dem zweiten Stock. Ich sprintete zum zweiten Stock. Everyone. Ich brauche Hilfe. Jeder, der den Schrei hörte, kam angerannt. Just a second. Celestia, was ist passiert? What? Das war ein recht intensiver Schrei für dich. Okay. Ich sah ihn. Der Mann. Er rannte weg, sobald ich geschrien habe. Da ich die Treppe blockierte, verschwand er weiter in den Flur. Dann muss er hier sein. Kommt schon, los. Was ist jetzt? Ach nee, nicht die normale. Bleibt Genocide Jack, ich mag Doku nicht. Ja, Nisa. Hatschu. Huh? Huh? Wow, es ist wirklich wahr. Aber das interessiert gerade wenig. No! Und ja! Hä? Was war das? Das kam von unten. Es muss... Hifumi, wir Idioten haben alleine... Idioten haben ihn alleine im Krankenzimmer gelassen. Das ist schlecht. Gott... Wir müssen zurück. What? Was ist mit dem Mann? Er wird gerade in die Enge getrieben, richtig? Sollten wir ihn verlassen? Warum teilen wir uns nicht einfach in zwei Gruppen auf? It's all clear. Danach will ich der Jäger sein. Dann will ich der Jäger sein. Das ist viel interessanter. So then. Nun gut, Makoto und Hina werden mich zurück zum Krankenzimmer begleiten.
Ich verlasse mich darauf, dass ihr, Doko, Sakura und Byakuya den seltsamen seltsamen Mann einfängt. So then. Wir schaffen das. Schaut einfach nach Hifumi. Okay, seid vorsichtig. Somit teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Celestia, Hina und ich rannten erneut die Treppen herunter, um in das Krankenzimmer des Erdgeschosses zu gehen. Just a second. Er ist im Krankenzimmer. Los jetzt! Wir stürmten ins Krankenzimmer und etwas wartete auf uns dort. Es war ein rotes Meer, das Verzweiflungsmeer. Das Blut ist aber pink. Alles war rot. Und in diesem Rot lag Hifumi. Es sieht so aus, als wäre etwas Schreckliches geschehen. So etwas hätte ich nie erwartet. Ich hätte niemals geglaubt, dass Hifumi ermordet werden würde. No way! Ermordet? Du machst Scherze, richtig? Es ist nicht wirklich, er ist nicht wirklich tot, oder? Eine Leiche wurde gefunden! Eine Leiche wurde gefunden! A body has been discovered! After a certain amount of time, which you may use however you like, the class trial will begin! Okay. Was? Das war die Leichenankündigung. Die Leichenankündigung. Wenn drei oder mehr Teilnehmer eine Leiche entdecken, wird sie abgespielt. Und da wir sie gehört haben, bedeutet das, dass... Hifumi. Jemand hat ihn umgebracht. Einer von uns. Einer von uns? Und schaut euch das an. Als Celestia dies aussprach, zeigte sie auf etwas. Etwas auf dem Boden. Etwas, was auch bei den zwei vorherigen Attacken zurückgelassen wurde. Ein weiterer Hammer. Der Gerechtigkeitshammer Nummer 3. Und wie wir es dachten, ist er noch größer. Ich wusste es. Ein guter Schlag und man ist tot. Dann ist der Mörder. Ohne Zweifel ist es das verdächtige Individuum. Laut Hifumi ist der Täter dieses Falls Robot Justice. Derjenige, der sich in diesem Kostüm versteckt, ist der Mörder von Hifumi. Aber warte, du hattest ihn im zweiten Stock gesehen, richtig? Er rannte weiter in den Flur, richtig? Also, wie konnte er das Krankenzimmer erreichen? Are you okay with this? Das wird später geklärt. Aber jetzt müssen wir die grausige Nachricht den anderen mitteilen, oder nicht? Richtig. So then. Dann wäre es besser, wenn wir jetzt gingen. Hina, beruhige dich. Hina? Sorry. Ich kann mich nicht bewegen. Ich fühle mich. Keine Sorge, ich trage dich. Nicht Spaß. Mm. Der kleine Makoto soll dir tragen. Das ist ein Problem. Wir können Hina nicht einfach so alleine lassen. Okay, dann werde ich alleine zu den anderen gehen. Du bleibst hier bei Hina. Dann überlasse ich das dir. Okay, bin gleich zurück. Ich versuche, selbstsicher zu und mutig zu klingen, aber so viel Angst hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Die anderen sind auf dem zweiten Stock.
Hier haben die anderen begonnen, den Täter in die Enge zu treiben. Okay, beruhige dich. Wo ist der hingegangen? Celestia, was ist passiert? Das war ein recht intensiver Schrei für dich. Ich sah ihn, den Mann. Er rannte weg, sobald ich geschrien habe. Da ich die Treppen blockierte, verschwand er weiter in den Flur. Er rannte weiter in den Flur, richtig? Ganz hinten vielleicht? Da habe ich jetzt natürlich den Anime-Vorteil, dass ich weiß, wer tot ist und wo tot ist. Niemand hier, verdammt. Aber vielleicht ist da jemand da hinten. Vielleicht ist in dem Hinterraum jemand. Was erwartet mich da hinten? Der Täter? Eine weitere Leiche? Oder doch gar nichts? Finden wir es heraus. Ich riss die Tür auf. Und was fand ich? Einen Albtraum. Den zweiten heute. Ein weiteres rotes Meer. In es schwamm Daka, tot, ertrunken. Tägliches Leben, tödliches Leben. Kapitel 3, Gier. Das ist cool gewesen grad. Hifumis Leiche im Krankenzimmer. Dakas Leiche im Ausstattungsraum. Heute habe ich zwei Albträume hintereinander durchgemacht. Nein, sie waren keine Albträume. Das hier ist die grausame Realität. Der wahre Albtraum ist jene Realität. Die Realität, die wir jeden Tag erleben. Trotzdem. Warum ist das passiert? Was ist denn das für ein fettes Teil? Ist hier fast ein Vorschlaghammer. Ein weiterer Hammer. Dieses Mal ist es der Gerechtigkeitshammer Nummer 4. Und er ist riesig. Daka ist vermutlich sofort gestorben. Aber bedeutet das, dass dieses verdächtige Individuum auch Daka ermordet hat? Dass ihm das komisch vorkommt, dass keine Nachricht kommt. Docker. Wurde Docker auch? Entspann dich. Sie wurde nur wegen des Blutes wie immer ohnmächtig. Das Blut? Oh stimmt. Wenn Docker Docker ist, hat sie eine Blutangst. Obwohl wir schon versucht haben, sie zu wecken, haben wir keine Erfolge gemacht. Lass uns sie erstmal so. Ja, es wäre besser, sie erstmal in Ruhe zu lassen. Aber warum ist es der vierte Gerechtigkeitshammer? Hä? Was meinst du? Also, Celestia wurde mit dem ersten attackiert, während Hifumi mit dem zweiten attackiert wurde. Aber dieses Mal ist es der vierte Gerechtigkeitshammer. Was ist mit Gerechtigkeitshammer 3 geschehen? Was ist? Nun ja. Da du gerade den dritten Hammer erwähnt hast, habe ich mich daran erinnert. What? Raus damit! Weißt du etwas? Daka ist nicht der Einzige, der ermordet wurde. Hifumi ist auch tot, ermordet. Was? Hey! Hifumi wurde ermordet? Ja. I see. Deswegen bist du also zu uns gekommen. Dann sollten wir uns die Leiche besser ansehen. Natürlich, kommt jetzt! Letztendlich rannte Sakura, Byakuya und ich zurück ins Krankenzimmer. Aber sobald wir das Physiklabor verließen, sehen wir erst in der nächsten Folge, was passiert. Es tut mir echt leid, 39 Minuten haben wir. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Danganronpa Trigger Happy Havoc wieder ein. Ciao!